What? Wie bitte? Sehr gut, Helge London kennt einfach keiner. Das ist so super. Das ist ein Hack and Slay. Der erste Versuch eines 3D-Hack and Slay. Warum konntest du das nie länger als 2 Stunden spielen? Super Spiel. Helge London ist von 2007. Macht er jetzt? Natürlich. Keine Geschosse gefunden. Na. Mist. Ari. Oh. Das war Ari. Ich dachte mir doch, wer ist denn Ari? Huch. Nee, muss man eigentlich nicht kennen. Muss man eigentlich nicht kennen. Ich fand's ziemlich cool, Helge London. Ich fand's wirklich ziemlich cool. Aber das Entwicklerstudio ist, keine Ahnung, nach 3 oder 4 Monaten bankrott gegangen. Und, Alter! Schwachstelle located, würde ich mal sagen. Diese... Scheiße. Jetzt aber schnell. Oh, fuck. Bitte kein Feuer legen. Bitte kein Feuer legen. Bitte kein Feuer legen. Kein Feuer legen. Bitte kein Feuer legen. Und haut bis ab. Haut bis ab. Verzieht euch. Verzieht euch. Raus mit euch. Verzieht euch. Alter. Jetzt ist mal gut hier. Jesus Christ. Jetzt wird's zwar echt hässlich mit den ganzen Überfällen. Jetzt werden die echt cleverer. Die Tür kaputt gemacht und mein tolles Treibhaus hier. Mann. Bau da einfach nochmal eine Wand auf. So sieht's aus. Der Boden ist so instabil. Wieso ist denn bitte der Boden jetzt so instabil? Was ist denn das für Sumpf? Oh, natürlich. Natürlich, ist egal. Können wir auch so lassen. Okay, gut. In der zweiten Kolonie Heizungen bauen. Das ist eine gute Idee. Eine gute Idee, nachdem ich ja hier eigentlich eh schon alles vorbereitet hatte dafür. Was haben wir gesagt? 7 mal 6 ist das neue 5 mal 5, habe ich gesagt. Wird schon passen. Ich muss da nur ein bisschen nach oben graben, weil ich sonst ein bisschen Trouble hier habe. So. Dann Heizungen. Mein Strom haben wir ja genügend. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Operationi. Oh. I want bionic food. Okay. So, die Frage ist jetzt, wie mache ich das jetzt am blödsten? Eigentlich wollte ich Erde haben, hier drin in den... Alter, willst du mich verarschen? Ja, das ist das Außenziel. Oh, schau bloß, dass er das zumacht. Maja, kannst du mal bitte hier? Vielen Dank. Ich glaube, Lord Andrew ist wieder okay.
Oh, endlich wird es wieder wärmer. Wir frieren einfach mal meine Teufelsgarnpilze. Esse. Der Vitali. Der Vitali. Ich meine Nahkämpfer. Hier haben wir noch Lord Doki. Überlegene Lord Doki Sculpture. Bam, 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 bam. Das gute Bett kann man noch da oben raufstellen. Das nächste gute Bett kann man auch noch hier oben raufstellen. Und die Betten kann man auch noch oben raufstellen. Das und das müsste es sein. Ja, aber für die Lüste ausschalten, dann müsste dann wieder irgendeiner hinlaufen und ja, genauso schnell ist es wahrscheinlich, wenn die einfach das Zeug vernünftig aufbauen. Außerdem ist ja jetzt eh schon wieder in 4 Grad, ist ja okay. Easy. 17 Grad ist sowieso die ideale Temperatur zum Schlafen. So, und das reiße ich noch ab. Dann machen wir da noch eine Schieferwand hin. Wir machen hier 2 Titanium-Türen, jeweils hier oben. Muss ja alles Hand und Fuß haben. So. So, guck mal an. Hier, minus 10 Grad. So, nicht 19 Grad. Minus 3. Minus 3. Und Ballotbox. Wieso baut die keiner fertig? Hallo? Ja, ja, meinetwegen. Genau, Have Elections. Ja, es wäre nämlich cool, wenn wir in der zweiten Kolonie auch Leader hätten. Das wäre mal echt eine fetze Sache. Okay, gut. Bisher die Angriffe gut abgewehrt, muss ich sagen. Bisher, toll, toll, toll. Waffenhändler. Vorratskapsel. Waffenhändler. Waffenhändler. Wuseline, Wuseline. Handeln, bitte. Alter, das gibt so viel Geld jetzt. Oh Gott, das gibt jetzt so viel Geld. Oh Gott. Wir haben bloß 2000. So ein Dreck. Egal, ich kann Mörserzeugs kaufen. So, Titaniumknüppel, Alpha-Poly-Taschenmesser, Titanium, Plaster, Langschwert, weg, Ironschwert, Ironboot Gladius, weg, weg. Rotflinte, Sturmgewehr, zack, 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 zack. Alles weg, alles weg, alles weg. Dreifach-Raketenwerfer nicht, Präzisionsgewehr, weg, 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 alles weg. Energiegewehr, weg. Energiegewehr, weg. Doomsday nicht weg. APB, oh Gott. Oh Gott, das ist doch wohl ein Witz. Was soll ich denn? Oder ein Combat Vest haben wir ja noch. Scheiße, ich hole mir jetzt einfach mal 2 Helme, die einfach sauteuer sind, einfach weil ich so viel Geld habe. Scheiße, meine Güte, meine Güte. Es sind zu viele in der Kolonie 2 wegen Nahrung. Ja, das wäre mal ganz toll, wenn eigentlich der Ladevorgang hier beendet werden würde. Aber. Scheiß drauf. Oh. Und jetzt bitte fliegt da einfach rein. Und? Chaka! Dach drüber, komm, go. Ich finde ja, diese Titanium-smörtige Figur sieht aus wie die Wasserpriesterin in Secret of Mana. Oder Ähnlichkeiten sind zumindest vorhanden. So, macht jetzt eigentlich der Torm
endlich mal sein Schmelzofendrama. Guck mal, wie happy die jetzt auf einmal alles sind. Das wegtragen. Ja, sehr schön. Also wunderbar. Nahrung, für Nahrung ist gesorgt. Das passt. Irgendjemand müsste die Mechanik. Ach so, ich habe keine Werkbank. Ah. Okay, das können wir ja ändern. Mechanikwerkbank. Apropos, ich habe das letzte Mal einen zweiten Arbeitsteiletisch gemacht. Ah, richtig. Das habe ich ganz vergessen. Maja, mal bitte herkommen. Ja, wir forschen gleich weiter. So, okay. Das. Das bitte auch noch abreißen. Und natürlich müssen wir jetzt Titanium-Türen reinbauen. Grobe Vorratskapsel, ey. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, diese KI von Orasan ist mit Abstand die beste oder die interessanteste KI, die ich bisher hatte. Ich habe ja schon ein paar ausprobiert, aber die ist halt einfach so cool. Mit diesen ganzen Überfällen, das ist halt einfach ständig irgendwas los. Wie innen ein Grad. Wie innen ein Grad. Wie innen zwei Grad. Hä? 16 Grad? Hä? Weil die Lüftung belegt ist? Ah, weil die Lüftung belegt ist. Hier und hier. Okay, wusste das jemand? Wusste das jemand? Dass wenn man die Lüfter verbaut, hier mit irgendwas, dass sie dann null Effektivität haben? Wahrscheinlich ist Vuselin hier deswegen so langsam, weil es die ganze Zeit keinen Lüftungsschlitz gibt. Grundgütiger. Ein Alpha-Biber. Bekomme ich denn endlich mein überlegenes Titanschwert? Ja, das ist eine gute Frage, Celeron. Das ist eine gute Frage. Du hast doch eigentlich schon ein Titanschwert. Ein schäbiges. Na, scheiß drauf. Soll halt irgendeiner mit hohem Handwerkswert hier Zyto-Ex. Zyto-Ex. Oh. Miete. So, wir müssen uns jetzt mal was überlegen. Und zwar. Zum einen Raumschiff. Das ist mal das erste. Das zweite. Rim Atomics. So. Ich habe eine Water Cooling Station. Provides large amounts of cooling by nuclear reactors by using cold water from rivers, lakes or oceans. Ich hätte ja eigentlich hier irgendwo Wasser. Ich habe aber immer noch Bammel, dass sie mich ja angreifen. Deswegen möchte ich das jetzt nicht machen, nicht unbedingt. An impassable wall, radiation shielding. Okay. Ich würde mal sagen, das brauche ich dann wohl. Ein Strahlungsschild, Mann, ist das krank. Mann, ist das sick. Frage ist nur, wo kriegen wir das her? Wo kriegen wir übrigens Gute Nacht, wer auch immer geht. Wo, was, wann? So, Water Cooling Station. Very large air coolers designed to provide large amounts for cooling of nuclear reactors when no natural bodies of water are available. Habe ich sonst irgendwo Wasser? Nee, ne? Hier. Oh, Kuchen. Ich will auch Kuchen. Bin ganz traurig.
Ich bin ganz traurig. Ich habe heute keinen Kuchen. Das... Oh. Aber vielleicht ist es auch besser für mich. Kamis hat eine Prügelei mit Funky angefangen? Was ist da los? Na, wer von euch beiden? Man sieht so eine... Was ist denn das, womit er zuschlägt? Ist das die Waffe? Ist das die Rifle, mit der er zuschlägt? Scheint so. Ja. Ihr vertragt euch wieder, das ist aber nett. Das ist aber sehr nett. So, Kühlung ist gesorgt. Wisst ihr was? Punkt 1. Ich werde hier erstmal ein Radiation Shield außenrum bauen, weil das macht, glaube ich, einfach Sinn. So. Punkt Nummer 2. Ich brauche Kühlung. Die einzige Kühlung, die ich bieten kann, ist eigentlich der Trockenkühltower. Alter Schwede. Verdammte Axt, ist das Ding groß. Bewusstlose Kolonist? Mutze? Was? Was los? Gehirnbrandnarbe. Was ist los mit Mutze? Eine Lebensmittelvergiftung haut ihn so durch? Jesus Christ. So, okay, das heißt, da ich ja noch etwas mehr Energie brauche, würde ich tatsächlich nochmal eine Stahlwand hier einziehen und würde hier tatsächlich nochmal einen zweiten Reaktor bauen wollen. Ja, das möchte ich tatsächlich. Hier noch einen zweiten Reaktor. Auch wieder mit Stahlböden, Metallfliesen. Oh. Das ist schon mal Ziel Nummer 1. Und keine Forschung ist Ziel Nummer 2. Überschlafkapsel. Oh. Reis habe ich denn? Zucker? Reis. Reis. Baumwolle. Baumwolle habe ich. Oh Gott, ich habe richtig viel Baumwolle, oder? Geht das irgendwo? Wo ist Baumwolle? Baumwolle. Hallo, Baumwolle. Ah. Also ich würde jetzt eigentlich ganz gern das Zeug hier erforschen von Rim Atomics, beziehungsweise das fertig machen. Das reizt mich schon sehr. Das ist schon richtig cool. Wir machen das hier. What? Okay. Gut. Was machen wir eigentlich mit unseren Gefangenen? Ach, scheiß drauf. 99% Anwerbung. Kannst du eh nichts machen. Ja, aber ich such die Baumwolle, ob ich noch eine habe irgendwo. Das ist eigentlich das, was ich gesucht habe. Wie viel Stoff habe ich? Ich habe hier Syngan, Wollstoff, 618 Stoff. Ich vermute. Nee, pass mal auf, wir machen hier Kartoffeln. Wir machen die Erdbeeren weg, sondern wir machen erstmal die Kartoffeln. Wir machen hier erstmal Kartoffeln. Besucher? Was für Besucher? Wir hatten Besucher? Oh, wir hatten Besucher. Nicht schlecht. Sind die eigentlich behandelt worden, die zwei? Ja, okay. Okay, da oben ist schon wieder Stahl. Ich mache da jetzt aber eine Tür rein. Ich mache jetzt aber vorerst eine Tür rein. Wir machen da jetzt erstmal eine halbwegs schöne Base da rein. Gut, dass das Fleisch nicht verdirbt.
Der Alpha-Biber, der tote Alpha-Biber. Ich erinnere mich, wir hatten ein Tier. Wir hatten ein aggressives Tier. Stell dein Langschwert her! Ist wieder ein schlechtes. Tabs hat den Häuserzander von Funky angenommen. What the fuck? Die gehen aber ran. Die gehen aber ganz schön ran. Scheiße. Oh, scheiße. Nehmen wir in Richmond. Oh Gott. Oh Gott. So, Hochzeitsplatz. Weiß drauf. Winter hat angefangen. Es ist schon saukalt. Oh Gott, die ganzen Steine müssen nur weg. Oh Gott, die ganzen Steine müssen nur weg. Oh Gott, die ganzen Steine müssen nur weg. Müssen wir noch zubauen. Und dann haben wir hier wirklich erst einer Wundinfektion erkrankt. Naja, wird er überleben, denke ich. Ey, Funky ist an einer doppelten Wundinfektion erkrankt. Willst du mich denn versäfteln? Das kann doch wohl nicht sein. Da fällt mir ein, ich habe ja noch nicht mal Möbel. Wie viel Holz haben wir hier noch? 110. Ist nicht mehr so viel. Vielleicht müssen wir mal wieder ein bisschen Holz hacken. Holzhacke! Einfach mal ein bisschen Holzhacke! Und dann werden wir uns hier erstmal einen kleinen Tisch zimmern. Einen kleinen Aufenthaltsraum mit wunderbaren Stühlen. Und ich weiß, dass hier schon wieder keine Stühle stehen. Ist mir aber jetzt erstmal egal. So. Dass wir durch die ganze Bude laufen, ja, bevor er irgendwo essen kann, aber was soll's. Oh, ich habe jetzt voll Hunger, ja. Mit einem Kuchen geht. Jetzt weiß ich mal, wie ihr euch fühlt die ganze Zeit. Mein Gott. Der Mining-Bot holt sich Erde. Das ist ja geil. Okay, das macht auf jeden Fall Sinn. So. Jetzt heißt es Genetics. Wir brauchen hier ein Genlabor. Im Genlabor haben wir Böden, mehr Böden. Glasstahlboden. Ein Bauteil, das ist ja doch nicht ganz weit groß. Titaniumteil. Also es kostet ja fast gar nichts. Ich bin mal gespannt, wie schnell das gebaut wird. Das dauert bestimmt ewig. Na, naja, was soll's. Robotic Assembler. Ja, pff. Okay, zwei Leute bauen hier ab. Das ist alles wunderbar. Ich glaube, die Kolonie kann ich jetzt erstmal stehen lassen. Hier gibt es viel interessantere Sachen. Gerade aktuell. Zum Beispiel mehr Böden. Wo ist der Metallboden? Wo ist die Metallfliese? Was fehlt denn hier noch? Glasstahl, Uran. Hab ich kein Uran mehr? Ich habe genügend Uran. 1200 Uran. Catnip Leaves. Mutze, Jäger und eine Fernkampfwaffe. Schon wieder. Stimmt, Mutze ist ja einfach zusammengebrochen. Wie ein Irrer. Was für ein Grund auch immer. So, aber wenigstens ein Fortschritt. Der Lagerraum ist fast fertig. Oh, Scheibenkleister. What? Wie bitte?
Also Punkt 1, sie muss denen erstmal Heimatgebiet jetzt geben. Die haben noch nicht mal ein Heimatgebiet. Das ist etwas uncool. Punkt Nummer 2. Hier oben? Mann, da muss ich jetzt darauf gehen. Funky ist noch down. Mann. Mann, 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 Mann. Ich bräuchte noch mal einen Kaffee. So, gleich mal eine... Alter Schwede, wie schnell die sich halt vermehren. Also gleich mal eine Ankündigung. Ich werde um 23.30 Uhr heute Rimworld beenden. Und wer Bock hat, ich spiele danach noch ein bisschen Rocket League mit dem Kimbley. Und der Kimbley hat es halt voll drauf. Und ich würde sagen, Kimbley zuschauen ist sehr, sehr ehrenswert. Mir zuschauen ist nicht so ehrenswert, aber guckt es euch an. Kimbley ist wirklich extrem gut und der carried mich halt unfassbar durch. Also wer Interesse hat und Bock hat, der kann danach noch da bleiben. So. Also müssen wir schauen, dass wir jetzt die Käfer hier gebacken kriegen. Aber ich denke, das dürfte mit der Waffe kein Problem sein. Oh, wie viel der halt aushält, oder? Oh, oh, die kommt verdächtig nahe. Die kommt verdächtig nahe. Oh, oh. Okay. Fehlalarm. Doch, down! Und? Scheiße, diese Glittertech-Waffen sind so übertrieben stark! Ich meine, ich verstehe es ja, ja? Ich verstehe es ja, wenn man gegen diese Kommandos kämpft, aber die meiste Zeit kämpft man halt nicht gegen diese Kommandos. So, aber jetzt. Ich glaube, der größte Lagerraum, der jemals in einem Rimworld gesehen wurde. Fuck. Oh, und das geht ja relativ schnell. Wir müssen das Reinheitsgebiet noch erweitern. Also, ich brauche mindestens noch 5 Roboter. Kann ich noch welche machen? Komm, scheiße, wir machen nochmal 2 Cleanerbots. Cleanerbots, Cleanerbots, Cleanerbots. Und Pemmikan. In der alten Siedlung. Die Alpha-Biber. Gut, dass ich vorher noch die ganzen Bäume abgeholzt habe. Wieso trägt denn eigentlich... Wieso trägt denn Dobby... Habe ich die Nahrung hier noch aktiv? Oh, Nahrung habe ich noch aktiv. Nahrung darf natürlich hier nicht gelagert werden. Nahrung muss natürlich hier oben rauf. Klar. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum da nichts passiert. Anti-Wundinfektion schwer. Oh Mann. Behandel den nochmal. Sieht's aus 55. Oh, 56%? Vom Oberkörper? Nee, jetzt aber, das dürfte ja wohl noch. Leadership ended. Oh. Das heißt Neuwahlen. Neuwahlen. Würde ich mal sagen. Last election not available. Okay. Also ich denke. Wir bekommen übrigens keine Wahlen, wie es aussieht. Baum Dojo, Baum Dojo. Ja, ja, ja. Komm, Dojo. Election. Hier ist Election. Hier ist bestimmt auch bald Election.
Ich hatte das auch, Ben, ich hatte das auch mal eine Zeit lang. Da habe ich dann ständig gespeichert, aber irgendwann habe ich es aufgehört. Irgendwann habe ich es aufgehört und ich weiß auch nicht. Guck mal, was ist mit dir los? Irgendwann habe ich aufgehört damit. Aber ich weiß es ganz genau. Wenn ich mit Steuerung C irgendwas kopiere, irgendeinen Text kopiere und mit Steuerung V einfüge, dann drücke ich Steuerung C gefühlt 10 Mal, weil ich immer denke, er nimmt es nicht. Ich meine, würde einmal reichen, das ist totaler Quatsch. Hallo Zucora, es geht bis 23.30 Uhr. Danach spiele ich noch mit dem Kimbley eine Runde Rocket League. New Leader, Wuseline. Yay. Der neue Leader ist der alte Leader. Stufe 3 gleich? Oh. Und Stufe 1. Und hier auch? Wahrscheinlich zählen die Leader komplett. Komplett, ja, das mache ich jetzt gleich. Das ist eine gar nicht so blöde Idee, nicht, dass ich dann wieder verpasse. Nächste Woche kommt eh die Alpha 18. Dann wird die ganze Kolonie. Ich muss mir unbedingt noch eine Kopie von meinem Mod-Ordner machen, denn ich möchte eigentlich das hier noch fertig zocken. Wobei ein Fertigzocken gibt es ja kaum. Ja. Gibt kaum ein Fertigzocken.